So, wir zeigen wieder einmal eine Mengengleichheit. Und zwar die folgende. L ohne, und jetzt in Klammern, A vereinigt B, ist das gleiche wie L ohne A, geschnitten mit L ohne B. Also, wenn ich zwei Mengen vereinige und dann die Elemente, die in L drin sind, rausnehme, also L ohne diese Elemente der Vereinigungsmenge, das ist das gleiche wie L ohne A geschnitten mit L ohne B. Na, das können wir uns auch mal aufmalen. Malen wir uns mal drei Mengen hin. Das hier ist mal die Menge L, die Menge A und die Menge B. A vereinigt B ist ja, malen wir es mal hin, A vereinigt B ist das hier, das ist A vereinigt B und demnach ist L ohne A vereinigt B das hier. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir die rechte Seite so durchführen, wie es da angegeben ist. Also jetzt nehmen wir wieder L, A und B hin. So, L, A und B. Jetzt bilden wir erstmal L ohne A. L ohne A. Das ist diese Menge hier, L ohne B, das ist gerade diese Menge hier. Und wenn ich das jetzt schneide, dann sieht man, da kommt genau die gleiche Menge raus wie oben. Okay, das Ganze kann man auch aussagenlogisch oder das Ganze kann man auch formal beweisen, indem wir die Mengengleichheit zurückführen auf ihre Definition und dann letztlich in der Welt der Aussagenlogik beweisen. Also, angenommen, wir wollen diese Mengengleichheit hier zeigen. Diese Aussage hier ist äquivalent zu der folgenden. Für alle x gilt, x ist in der einen Menge genau dann, wenn x in der anderen Menge ist. Das ist die Definition von Mengengleichheit. Okay, also jetzt ist letztlich diese All-Aussage hier zu zeigen und weil es eine All-Aussage ist, müssen wir es für alle x zeigen. Ja, da gibt es verschiedene Strategien. Eine mögliche Strategie ist, sich ein festes, aber beliebiges x herauszugreifen, dafür den Beweis zu führen und anschließend zu begründen, weil es ja beliebig war, dass dann die Aussage auch für alle x gilt. Wir setzen sozusagen keine speziellen Bedingungen an unser x, das wir uns hier herausgreifen. Also, sei x fest, aber beliebig, fest, aber beliebig. Gut, jetzt müssen wir diese Aussage hier zeigen, diese Äquivalenz. Also, wir müssen zeigen, wenn x fest, aber beliebig ist, dass x-Element L ohne a vereinigt b genau dann der Fall ist, wenn x-Element L ohne a geschnitten L ohne b ist. Also müssen wir, ich schreibe das hier mal ganz unten hin, hier so x-Element L ohne a geschnitten L ohne b. Okay, na, jetzt müssen wir sozusagen mit Äquivalenzumformung von der einen Seite zur anderen kommen. Wir können auch rückwärts gehen, wenn uns das gefällt. Wir können uns von zwei Seiten auf die Mitte, in der Mitte aufeinander zubewegen. Da gibt es verschiedene Strategien. Okay, jetzt fangen wir mal an.
Wir haben hier eine Aussage stehen, x-Element L ohne A vereinigt B. Und ja, jetzt können wir uns sozusagen erstmal dieses ohne vornehmen und überlegen, wie ist das eigentlich definiert? X-Element L ohne A vereinigt B ist genau dann der Fall, wenn x in L ist und aber nicht in der anderen Menge, ne? Und nicht x-Element A vereinigt B. Ich mache es mal ganz streng hier mit Klammern, denn das brauchen wir gleich. Also hier sagen wir jetzt, x ist in L drin und nicht in A vereinigt B. Das heißt gerade das hier. Das haben wir mal formal definiert. Gut, jetzt müssen wir uns dieses Mengensymbol hier noch vornehmen, A vereinigt B. Diese Aussage x Element A vereinigt B müssen wir jetzt nochmal umformen in eine aussagenlogische, also letztlich in die Aussage, mit der die Vereinigungsmenge definiert ist. Schreibe erstmal den einen Teil hier hin. So. Was bedeutet x Element A vereinigt B? Das bedeutet per Definition x Element A oder x Element B. An der Stelle hilft uns immer so ein bisschen, dass die Mengensymbole und die aussagenlogischen Verknüpfungen letztlich ja ganz ähnlich aussehen. Ne? Das hat irgendjemand mal gemacht und hat sich dabei was gedacht. So. Okay. Jetzt haben wir hier eine Aussage stehen. Wir müssen überlegen, wo müssen wir hin? Und wir können jetzt auch, sieht man vielleicht nicht gleich, worauf es hinausläuft, können wir mal rückwärts gehen. Ne? Was bedeutet x-Element? Achso, jetzt haben wir hier eine Schnittmenge, einen Schnitt zweier Mengen. Ne? Jetzt müssen wir uns überlegen, was bedeutet das? Per Definition bedeutet es, x ist Element in der einen Menge und x-Element der anderen Menge. Man muss wirklich gut aufpassen, wie man das mit den Symbolen hier macht. Und zwar veranschauliche ich es gerade nochmal an diesem Beispiel hier. Schauen Sie mal. Also hier haben wir eine Menge. Und hier haben wir auch eine Menge. Und hier haben wir eine Mengenoperation. Eine Operation, die auf zwei Mengen operiert. Ja, oder ja, die zwei Mengen miteinander verknüpft. Nämlich hier die eine Menge und die andere Menge. Dann können wir dieses Mengensymbol machen, Schnitt. Wir schneiden zwei Mengen. Und da kann ein Element drin sein oder nicht. Hier oben ist es anders. Hier ist es so, hier haben wir ja ein und. Und verknüpft zwei Aussagen. Nämlich diese Aussage hier. X ist Element einer Menge. Das ist eine Aussage, die kann wahr oder falsch sein. Und hier ebenfalls, x ist Element einer Menge. Die kann auch wahr oder falsch sein, diese Aussage. Und jetzt haben wir zwei Aussagen, die können wir mit und verknüpfen. Hier unten haben wir eine Aussage, eine große Aussage. Ja, so. Hier haben wir eine Aussage, x Element einer Menge. Und diese Menge wird gebildet aus dem Schnitt zweier Mengen. Diese Aussage ist äquivalent zu dieser Gesamtaussage, die aus zwei Teilaussagen gebildet wird, die mit und verknüpft werden. Also man kann sich deutlich machen, wann darf ich welches Symbol verwenden. Man muss es nur sauber machen, man darf da nicht durcheinander kommen. Okay. So, jetzt können wir hier noch verwenden, natürlich müssen wir die ohne Operation wegnehmen, ja. Und das kriegen wir jetzt wieder hin, indem wir gucken, wie haben wir das eigentlich definiert? X-Element L ohne A war folgende Definition. X-Element L und nicht X-Element A. Ja, können wir noch klammern, so, wenn man will. Und das Ganze machen wir für die andere Seite auch noch. Und X-Element L und nicht X-Element B. So.
Jetzt müssen wir mal gucken. Also, jetzt kann man natürlich ein paar Ideen bekommen. Hier haben wir, ich markiere jetzt mal hier gerade die Symbole, ein und stehen und hier ein und. Und hier ein und. Wir haben jetzt hier drei uns und zweimal das x-Element l da drin stehen. Hier oben haben wir nur einmal x-Element l stehen und wir wissen ja x-Element l und, also bei dem und können wir erstmal das Kommutativgesetz, das Assoziativgesetz und so weiter anwenden und zweimal dieselbe Aussage miteinander verundet ist dasselbe wie die Aussage alleine. Also wir können hier eigentlich ein x-Element l wegnehmen. Ne? x-Element l und x-Element l und, das ist doppelt gemoppelt. Da kann man auch einfach nur schreiben, das ist das gleiche wie x-Element l und jetzt nehmen wir die anderen beiden noch mit dazu, nicht x-Element a und nicht x-Element b. Da alles mit und verknüpft war, ist es hier wunderbar, per Kommutativgesetz, Assoziativgesetz so umzuformen, dass wir hier nur ein x-Element l letztlich stehen lassen können. Können wir auch gleich, wir sehen es ja gleich, ne? Kann man gleich weglassen. So, jetzt müssen wir nur noch den Schritt von hier nach hier machen. Dann sind wir fertig. Wodurch unterscheiden sich die beiden Aussagen jetzt? Durch den hinteren Teil, ne? Hier steht nicht x-Element a oder x-Element b und hier unten steht nicht x-Element a. Und nicht x-Element b. Und das geschulte Auge sieht sozusagen, dass das nichts anderes ist als das Gesetz von de Morgan. Also ich kann von hier nach da de Morgan anwenden. Das kann man auch hinschreiben, um es deutlich zu machen, ne? So. Ja, also ich kann hier von hier nach da de Morgan anwenden. Also bin ich schon fertig. Da brauche ich gar keinen Zwischenschritt mehr. Und wenn man sich es jetzt anguckt, sind wir jetzt hier von links losgelaufen und mit Äquivalenzumformungen so, haben so lange umgeformt, bis wir rechts rausgekommen sind. Kann man jetzt behaupten, wir haben eigentlich von hinten gearbeitet, aber das fällt ja keinem mehr auf.